trifft den masturbierenden Monarchen. Im Jahr 1766 wurde Christian VII. Von Dänemark im Alter von 16 Jahren König und schien für den Rest seines Lebens nie einen Tag älter zu sein. Seinen Ärzten zufolge grenzte seine häufige Masturbation an Unmäßigkeit. Er hüpfte über Würdenträger hinweg, als sie sich vor ihm verneigten, spielte grausame Streiche an seiner Großmutter, indem er Nadeln auf ihren Thron legte und Gegenstände nach ihr warf. Er tobte wild durch die Straßen mit seinem Freund und seiner Geliebten, zerstörte Geschäfte und frequentierte Bordelle. Wenn einer seiner Berater etwas sagte, was ihm missfiel, antwortete der König oft, indem er sie kräftig ins Gesicht schlug. Er baute sogar seine eigene Folterbank und ließ sich daran binden und auspeitschen.